Let's start again. Moin, ihr Zuberster und Zuberstererinnen und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Minecraft Empire. Ja, meine lieben Freunde, es hat sich ja einiges getan in der letzten Zeit hier. Ich habe eine Menge gemacht und getan. Mein Haus ist ja mittlerweile schon an dem Punkt, dass es bald fertig wird. Und ich habe einen ziemlich starken Bogen schon, der mittlerweile Power 2 und Unbreaking 2 hat. Und ich habe ein Protection 3 Buch. Das habe ich alles durchs Angeln bekommen. Aktuell nehme ich relativ viel alleine auf, was ich ein bisschen schade finde, weil die anderen Teilnehmer, keine Ahnung, wann die immer aufnehmen. Momentan echt ein bisschen doof, dass ich immer ganz allein in Empire bin. Vielleicht ändert sich das. Ich hoffe mal, dass es sich jetzt in den nächsten Tagen ändert, dass ich öfters mal einen Aufnahmepartner habe. Ansonsten müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze hier fortsetzen. Ich wollte jetzt heute auf jeden Fall in der Folge mal so ein bisschen noch angeln. Ich habe jetzt echt oft versucht hier, man sieht das ja auch schon, die Angel ist mittlerweile schon sehr, sehr weit gedroppt von der Haltbarkeit. Ich habe hier sehr, sehr viel geangelt. Bis jetzt hatte ich leider noch nicht das Glück, dass ich eine bessere Angel geangelt habe. Und das versuche ich jetzt die ganze Zeit. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich im Stream öfters jetzt auch mal angel. Übrigens, kurze Info direkt am Anfang. Heute wird es wahrscheinlich einen schönen Livestream geben. Wenn ich es schaffe, fange ich um 14 Uhr an. Heute sieht es richtig, richtig gut aus. Das Problem ist, in letzter Zeit kommen so viele Dinge dazwischen. Alleine wegen des Legend-Server, da fragen ja auch schon die ganze Zeit die Leute, was ist eigentlich jetzt mit Legend? Ist das jetzt zu Ende? Geht es da weiter mit dem Server? Kommen da noch Updates? Und da kann ich schon mal sagen, ja, da wird ein Update kommen. Und da wird nicht nur ein Update kommen, da wird ein Riesen-Update kommen. Also wir arbeiten wirklich an einem richtig, richtig großen Update. Deswegen dauert das auch gerade sowas. Und ja, ich werde auf jeden Fall heute definitiv streamen. Wenn ich es schaffe, 14 Uhr. Sieht auch gut aus. Heute kommt mir, glaube ich, nichts dazwischen. Ich hoffe, dass mir nichts dazwischen kommt. Und dann werden wir erstmal ein bisschen mit Minecraft Empire beginnen um 14 Uhr. Ich werde erstmal fleißig angeln, weiter Materialien für meinen Hausbau farmen. Und mal gucken, wie lange wir es machen. Dann werden wir bestimmt GTA Live später auch noch zocken. Und ja, keine Ahnung, mal gucken, was der Tag noch so bringt. Also da werden wir bestimmt einiges haben, was wir heute machen können. Und ja, das wird auf jeden Fall eine ziemlich nice Sache werden, denke ich mal. Ich hoffe, dass ich jetzt vielleicht das Glück habe, dass ich irgendwie eine bessere Angel kriege. Die muss noch nicht mal mega OP sein. Selbst wenn die nur Luck of the Sea 1 hat oder Mending drauf oder so, das wäre natürlich schon mega, mega awesome. Vor allen Dingen eine Angel mit Mending drauf. Das wäre schon mal am besten, weil dann kann ich durchgehend angeln, ohne Angst zu haben, dass ich meine Angel verliere, weil sie nach einer Zeit kaputt geht. Aber ich fange hier sehr, sehr viele Fische. Das Problem ist, dass das Modpack, was wir hier haben, sehr, sehr viele neue Fische reingebracht hat. Und dadurch fängt man öfters mal einen Fisch statt irgendwas anderem. Und deswegen hoffe ich, dass ich jetzt langsam aber sicher mal eine richtig gute Angel kriege dann auch. Damit ich halt einfach da ein bisschen mehr Chancen habe auf bessere Items. Ich meine, Protection 3 Buch ist schon gar nicht so schlecht. Also da hatte ich schon echt gutes Glück. Aber ich würde lieber statt dem Protection Buch echt eine bessere Angel haben. Von mir aus auch eine mit Unbreaking 3, die richtig lange durchhält. Ja, also da müssen wir mal gucken hier. Ja, ihr seht das schon. Also ich kriege hier die ganze Zeit irgendwelche komischen Fische. Das ist so nervig. Ich hoffe, dass da jetzt echt gleich mal was Besseres anbeißt. Wir werden natürlich jetzt nicht die ganze Folge über nur angeln. Wir werden auch gleich was anderes machen, aber so ein paar Angelversuche will ich noch machen. Und dann werde ich nachher im Livestream, übrigens der findet auf www.twitch.tv/gtimetv statt, für die, die es vielleicht noch nicht wissen, werde ich auf jeden Fall mehr Angelversuche machen. Da kann ich nämlich immer schön chillig nebenbei den Chat lesen und kann nebenbei geil angeln. Das ist schon mal eine richtig, richtig nice Sache und vielleicht haben wir ja Glück und finden heute im Livestream mal oder angeln heute im Livestream mal was richtig, richtig Gutes. Ihr seht also, da kommen sehr, sehr viele Fische bei rum. Ich meine, Fische sind jetzt auch nicht schlecht, die kann man ja braten und essen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die schon nicht schlecht ist. Aber eine bessere Angel wäre auf jeden Fall definitiv jetzt momentan mehr angebracht. Ich würde sagen, ich angle jetzt noch zwei, dreimal und dann werden wir weitermachen. Dann werden wir uns um unser Haus kümmern. Ich habe da schon so ein bisschen was für vorbereitet. Ich war nämlich vorhin noch an meiner Mobfarm unten und habe da mal so ein bisschen Knochen gefarmt. Und da werden wir gleich ein paar Bäumchen pflanzen und dann, ja, fällen. Da müssen wir nämlich mal gucken, dass wir ein bisschen was fürs Haus vorbereiten. Also ich will versuchen, heute im Livestream an meinem Haus weiterzumachen, groß weiterzumachen. Und dass wir jetzt im Laufe der nächsten Woche dann das Dach fertigstellen, damit das Haus endlich fertig wird. Denn ich habe ja auch vor, noch so eine kleine Fischerhütte hier hinzubauen, wo ich dann immer schön fischen kann in Ruhe.
Vor allen Dingen, wenn es dunkel wird, damit ich nicht von irgendwelchen Monstern dabei belästigt werde und so ein Kram. Also da werden wir noch mehr als genug zu tun haben. Ich habe auch schon gesehen, der Bau der Mauer hat begonnen. Die steht schon da hinten. Da sieht man das auch leicht in dem Nebel. Also die Mauer ist schon im Bau. Finde ich auf jeden Fall gut, dass die Jungs da so Gas geben, dass sie jetzt echt die Mauer fertigstellen wollen. Das wird auf jeden Fall eine richtig, richtig geile Stadt, glaube ich, werden, die wir hier aufbauen. Das wird bestimmt mega nice. Und ja, ich werde auf jeden Fall mich darum kümmern. Ich habe mir überlegt, ich möchte gerne so ein Anglergeschäft aufmachen. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, Leute. Ich wollte hier mal einen Craft Attack, so einen Angelwettbewerb veranstalten. Vielleicht kann ich den mal hier veranstalten. Das wird bestimmt auch eine mega coole Sache. Dadurch, dass es so viele verschiedene Fische gibt, kann ich ja sagen, dass man in dem Angelwettbewerb eine bestimmte Anzahl von einem bestimmten Fisch angeln muss. Und wer die zuerst zusammen hat, der ist dann der Gewinner oder so. Und der kriegt dann irgendwie einen richtig fetten Preis. Ich meine, durchs Angeln bekomme ich ja richtig geile Sachen. Vor allen Dingen, wenn ich eine richtig gute Angel habe, dann bekomme ich richtig, richtig nicen Shit so. Und ja, ich weiß nicht, was ihr von der Idee haltet. Schreibt es mal in die Kommentare. Dann würde ich gucken, dass ich nämlich jetzt mal demnächst anfange, die Angelhütte zu bauen. Und dann machen wir den Angelwettbewerb. Wird bestimmt eine richtig coole Sache werden. Und da bin ich echt mal gespannt. Ich glaube, das wird echt geil. Das ist echt eine geile Idee mit dem Angelwettbewerb. Vor allen Dingen ist auch die richtige Zeit gerade dafür. Ich guck mal, dass ich das alles im Laufe der nächsten Woche so ein bisschen gemanagt kriege, dass wir dafür die Hütte und so bauen. Vielleicht fangen wir auch heute im Livestream schon mal mit der Fischerhütte an. Wäre auch keine verkehrte Idee. Dass wir dann im Laufe der nächsten Woche oder so an einem Livestream mal diesen Angelwettbewerb veranstalten können. Das wäre auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Sache, denke ich. So, letzter Versuch. Okay, ich habe schon wieder einen doofen Fisch bekommen. Ihr seht es also, man kriegt hier sehr, sehr viele verschiedene Fische raus. Das ist schon echt anstrengend. Übrigens, ich habe vorhin einen Nametag geangelt. Für eine meiner Katzen habe ich den Nametag dann benutzt, weil ich mir gedacht habe, ja, okay, wäre jetzt keine schlechte Idee, den dafür zu nehmen. Wir müssen jetzt gerade erstmal schauen, dass wir hier die Knochen rausholen. Da machen wir nämlich jetzt erstmal ein bisschen Bone Meal von. Und dann müssen wir jetzt hier noch ein paar Oak Saplings nehmen, genau. Hier haben wir schön Bone Meal. So, zack, zack, zack. Die Katzen sind auch die ganze Zeit am Miauen. Ich habe keinen Plan, wie man die füttert. Ich habe da bis jetzt noch immer nichts rausgefunden, wie man die füttern kann. Wo haben wir denn Eisen? Habe ich kein Eisen mehr mittlerweile? Doch, hier. Hier habe ich noch ein bisschen Eisen. Also da müssen wir auch mal gucken. Ich muss meine Eisenvorräte aufstocken. Ich habe sehr, sehr wenig Eisen. Ist echt nicht ganz so gut. Eisen sollte auf jeden Fall mal mehr vorhanden sein. Ja, hier haben wir noch ein bisschen Oak Saplings. Die können wir mal nehmen. Zack, sehr schön. Und dann würde ich sagen, begeben wir uns mal ganz schnell hier hin. Oh Gott, hier haben wir auch noch ein bisschen was. Ich hoffe, dass man draußen nicht die Maschinen so laut hört. Und draußen wird gerade irgendwas gemacht in einem Garten oder so. Es tut mir leid, falls man das jetzt hört, Leute. So, dann pflanzen wir jetzt hier erstmal schön eine Reihe von diesen ganzen Bäumchen hin, genau. Und dann haben wir ja hier, seht ihr das schon, echt ordentlich Bone Meal. Also damit kann ich definitiv jetzt ein paar Bäumchen herbeizaubern. Das sollte auf jeden Fall kein Thema sein. So, zack. Zack, 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 zack. Sehr schön. Damit können wir auf jeden Fall richtig viel schon mal anfangen. Oh, hier müsst ihr auch mal Bone Meal nehmen. Oh, da draußen ist irgendwie ein LKW oder so. Auf jeden Fall sehr, sehr laut. Ich hoffe, man hört das nicht allzu sehr im Video, dass das zu sehr stört oder so. So, dann nehmen wir die Axt. Dann hauen wir jetzt erstmal ein bisschen Holz hier ab, damit wir davon mehr haben. Ja, und wie gesagt, halt, also in dem Livestream nachher werde ich auf jeden Fall richtig, richtig Gas geben und versuchen, dass wir heute zumindest eine geile Angel zusammenbekommen. Das wäre so mein Ziel, eine richtig gute Angel zu bekommen. Dafür muss ich auch sehr, sehr viel angeln dann. Und wenn wir die haben, dann mache ich mir erstmal keinen Kopf mehr, weil damit kann man echt, also wenn wir eine OP-Angel haben, da können wir richtig krassen Shit mitholen. Das ist so heftig, was in Minecraft Angeln einfach schon bringt. Und ich habe mir gedacht, okay, Klim macht ja jetzt so ein Statue-Ding, also der stellt halt Statuen und sowas her. Der Zinus, der ist halt so ein Architektenbüro. Und da habe ich mir gedacht, irgendwas muss ich hier anbieten. Revi bietet Drachenrüstungen zum Verkauf an, von dem ich nichts habe am Ende. Deswegen mache ich jetzt mein eigenes Ding und werde Angelei aufmachen, eine Fischerei oder so, wo ich dann auch Raritäten verkaufe, die ich so beim Angeln immer bekomme. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Könnt ihr ja, wie gesagt, Feedback in die Kommentare schreiben. Dann habe ich auch so ein bisschen mein eigenes Ding. Und ja, aber auch was Einzigartiges, weil einen Fischer gibt es ja so nicht nochmal in der Stadt. Finde ich auf jeden Fall eine gute Sache, dass ich quasi dann der Einzige bin, der eine Fischerei hat. Und somit hat jeder seinen Part in der Stadt, den er erfüllt.
bin ich persönlich gut. Bin mal gespannt, was die anderen so sich einfallen lassen. Die Leute, die jetzt noch gar nichts haben, so wie Basti, Balui, Early Boy, ne, die haben ja auch noch nicht irgendwie groß ein Geschäft oder einen Laden aufgemacht. Da bin ich mal gespannt, was die sich da so einfallen lassen. So, und wir nehmen jetzt erstmal noch schön Holz hier mit. Wie gesagt, das bereiten wir schon mal vor. Das kann ich dann wirklich für den Bau der Fischerhütte nehmen. Ich glaube, wir versuchen dann im Laufe der nächsten Woche mal echt diesen Angelwettbewerb zu organisieren. Ich glaube, das wird echt eine mega geile Sache. Boah, Junge, ist richtig laut draußen. Ich hoffe, die sind hier gleich schnell fertig. Und dass man das nicht so laut hört. Es ist wirklich sehr, sehr laut. Wartet mal. Ja, okay, geht eigentlich. Es kann sein, dass ihr das gar nicht mitbekommt. So. Wir hauen hier auf jeden Fall erstmal richtig schön Holz ab. Ey, heute ist das übelst kranke Wetter. Ohne Witz. Also ich konnte jetzt schon relativ früh aufnehmen, was ich sehr, sehr gut finde, weil die Sonne jetzt mittlerweile sehr früh aufgeht. Aber es ist so scheiße heiß hier in diesem Zimmer. Das ist nicht mehr normal. Das ist so krass, wie schnell sich jetzt das Wetter ins Warme geändert hat. Ich finde das immer mega krass. Von Jahr zu Jahr wird das irgendwie... heftiger und keine Ahnung, also immer früher. Ich weiß nicht, also vor ein, zwei Wochen kam es mir noch so vor, als wenn das Wetter jetzt nicht kalt war, aber angenehm, und jetzt auf einmal plötzlich ist es einfach mega warm. Das ist echt heftig. Soll in der nächsten Woche, wie ich schon gehört habe, 27 Grad schon werden. Oder die Waldfee, der Sommer kommt jetzt aber. Richtig, richtig nice. Aber damit werden auch viele von euch, denke ich mal, sehr oft draußen sein. Aber ist nicht schlimm. Wir werden im Sommer ja sowieso eher abends streamen, ne? Das mache ich ja meistens sowieso alleine schon wegen der Hitze. Das ist, also tagsüber ist das echt nicht auszuhalten, wenn du am PC die ganze Zeit sitzt und schwitzt wie so ein Schwein, ey. Das ist nicht mehr normal. Hasse das. Ich werde dann nämlich auch tagsüber vielleicht mal rausgehen und was unternehmen oder so bei so einem schönen Wetter, ne? Da müssen wir sowieso mal schauen. Und ja, jetzt wisst ihr auf jeden Fall schon mal so ein bisschen, was ich in Empire vorhabe. Ich werde definitiv auch versuchen, meinen OP-Bogen weiter zu verbessern und, wie gesagt, an meine OP-Angel zu kommen. Das wäre natürlich eine mega geile Sache. Schreibt mir auf jeden Fall mal Feedback zu den Sachen, die wir jetzt in dem Video heute besprochen haben, in die Kommentare. Würde mich interessieren, was ihr so von dem Ganzen haltet, wie ihr die ganze Situation seht. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon von der heutigen Folge Minecraft Empire. Vergesst nicht, ab 14 Uhr www.twitch.tv/gtimetv mit 95%iger Wahrscheinlichkeit werde ich da am Start sein. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dazu einschaltet, und dann sehen wir uns nachher im Livestream oder morgen im nächsten Part von Minecraft Empire. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Genauso auch über euer Feedback in den Kommentaren. Und wer in Zukunft keine Folge Minecraft Empire mehr oder einen Livestream verpassen will, der kann natürlich gerne rein abonnieren, sofern er es noch nicht getan hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Part oder nachher im Livestream wieder. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.